Die alten Ägypter wussten, Naturprodukte sind gut für die Haut. Zum Beispiel Eselsmilch macht angeblich wunderbar glatte Haut. Kleopatra hat diesen Beauty-Trick schon vor über 2000 Jahren angewandt. Das ist lange her, aber Naturkosmetik ist heute wieder im Trend. Deshalb hat die Stiftung Warentest 14 Gesichtscremes mit natürlichen Inhaltsstoffen getestet. Von günstig bis teuer ist alles dabei. Welche ist die beste, verrate ich Ihnen später. Ich bin jetzt erstmal in Wesselingen und will wissen, wie sieht die tägliche Gesichtspflege in deutschen Haushalten aus? Mit dabei Hautärztin Dr. Alice Martin. Hallo Frau Dr. Martin. Ich habe einfach mal mitgebracht, was ich in meinem Bad zum Thema Gesichtspflege gefunden habe. Ein Waschgel, Bio, und Gesichtscreme spare ich mir, da nehme ich einfach Bodylotion. Bodylotion verwenden tatsächlich viele auch für das Gesicht. Das ist auch überhaupt nicht schlimm, sondern ganz im Gegenteil, wenn man einmal versteht, wie die Cremes und die Wirkstoffe wirken, dann weiß man, wann benutze ich was. Wissen die Wesselinger denn, wann sie was verwenden sollen? Wir klingeln mal und fragen. Bei Gesichtscremes denkt man ja eigentlich eher an Frauen. Guten Tag, was wollen Sie? Wir sind zum Thema Gesichtspflege da. Ja. Wie sieht die denn bei Ihnen aus? Das sehen Sie doch. Ja, alles gut, oder? Alles super. Ja. Nur Wasser und ein bisschen Seife, oder wie? Wie heißt das? An meine Haut kommt nur Wasser und Domestos. Domestos hat auf jeden Fall eher wenige natürliche Inhaltsstoffe. Mal gucken, ob Frau Gantermann was Milderes fürs Gesicht hat. Die sucht alles zusammen, was sie so hat. Wegen Corona wollen wir nicht ins Haus und deswegen filmt Herr Gantermann. Ich glaube, ich habe alles eingepackt. Das ist die Reinigung und das und die Creme. Ja. Das ist einmal die Gesichtsreinigung. Das wird mit dem Bürstchen aufgetragen. Das ist die Tagescreme, das ist die Nachtcreme. Und da ich ja auch ein bisschen älter bin, ist das die Augenpflege. So. Frau Doktor ist zufrieden. Haut unter den Augen braucht immer eine andere Art von Pflege, also auch vollkommen richtig. Dieses kleine Bürstchen regt die Durchblutung an. Das heißt, wenn man dann die Haut anregt und nachher was aufträgt oder mit der Creme selber das einträgt, dann wirkt das noch tiefer ein. Aber der ganze Kram geht auch ins Geld, oder? Was gibt Frau Gantermann so aus? 20, 40, 60. Zu viel natürlich. Nein. Sie können mal in Ihrer Küche gucken. Sie geben ja, der Mann sagt, Sie geben zu viel aus für die Gesichtspflege. Sie können sich auch mit ganz kleinen Hausmittelchen selber eine schöne Maske machen, ne? Ja. Sie können ja mal in der Küche gucken, was Sie haben. Ja, Quark und Honig. Ja, alles, was Ihnen einfällt. Weiß ich nicht, ob Sahne, ups, keine Ahnung, Haferflocken, wofür? Aber ich hab's mal gehört. Was sagt Frau Dr. Martin zur Ausbeute aus der Küche? Haferflocken, die haben so einen schönen Peeling-Effekt. Speisequark wirkt kühlend. Honig anti-entzündlich, also gegen die Entzündung. Ja, und Sahne macht das Ganze noch mal ein bisschen vom Gefühl her durch den Fettgehalt angenehmer. Kann man gut zusammenmischen. Ja. Na dann, mischen Sie mal, Frau Gantermann. Und dann auftragen. Und ja, liebe Männer, Frauen machen sowas wirklich. Alles für eine schöne Haut. Wollte schon immer mal machen. Mich in fremder Leute Vorgarten mit Quark einschmieren? Ja, genau. Ach, ist das schön. Wie lange einwirken lassen? Ja, so 3, 4, 5 Minuten ungefähr, weil ansonsten trocknet es aus und dann wird es schwieriger, das zu entfernen. Gut, ich setz mich hin. Sie wissen aber schon, Sie sollen die Creme ja nicht essen, sondern einwirken lassen, ne? Ja, ja. Auch in den getesteten Gesichtscremes stecken Naturprodukte wie Honig, oder? Achten Sie auf das BDIH oder Natursiegel. Dann sind auf jeden Fall keine künstlichen Inhaltsstoffe drin. Die Alviana trägt so ein Siegel und belegt Platz 2 bei Stiftung Warentest. Gibt's für 3,50 Euro bei Müller. Auf Platz 3, auch mit einem Siegel, die Alverde von DM. Note 2, 2,85 Euro. Zurück zu unserer Haferflockenpaste in Wesseling. Kostet nur ein paar Cent, muss aber jetzt runter. Frau Gantermann nimmt ein keimfreies Papiertuch. Ansonsten gilt, am besten ein extra Handtuch fürs Gesicht und das regelmäßig wechseln, damit Unreinheiten keine Chance haben. An der nächsten Tür schon wieder ein Mann. Die sind aber auch überall. Sterne, Frau, hallo. Haben Sie auch eine Frau zu Hause? Ja. Kommen Sie doch mal hinter der Tür hervor. Nee. Frau Broja lässt uns in ihren Garten, versteckt sich aber weiterhin. Die macht aber auch ein Geheimnis aus ihrer Gesichtshaut. Sie haben mir gerade gesagt, Ihre Gesichtspflege
Sie benutzen nur was? Ja, Wasser. Nur Wasser? Und Nivea. Frau Broja holt ihre Wunderwaffe ran. Die gute Creme vom Lidl. Was, ob der von Lidl ist oder vom Netto, keine Ahnung. Netto, Lidl, egal. Eine günstige Feuchtigkeitscreme eben. Reicht das fürs Gesicht, Frau Doktor? Wenn Sie nur das benutzen, Sie kommen gut damit klar und Sie haben keine Allergien, dann ist das top. Aber? Benutzen Sie auch Sonnencreme zum Beispiel? Nicht weniger. Das soll man aber eigentlich immer, ne? Ja, also das würden wir schon empfehlen. Einfach so, allein, dass es die Falten reduziert, aber noch viel wichtiger, Hautkrebs. Frau Broja sieht aus, als ob sie alles verstanden hat. Und Herr Broja ist froh, als er uns los ist. Wir ziehen weiter. Warum ist Gesichtspflege eigentlich überhaupt so wichtig? Die Gesichtshaut ist ja eigentlich die Haut, die immer der Umwelt ausgesetzt ist. Das ist sowohl der Sonne als auch ja, der Kälte zum Beispiel. Wir können sie nicht mit Kleidung bedecken. Und das ein Leben lang. Am besten fängt man also früh mit der Pflege an. Weiß auch diese entzückende junge Dame, die uns fix alles aus dem Bad holt, was gut fürs Gesicht ist. Mama filmt. Alles klar. Okay. Bringt mir bitte nicht das ganze Bad durcheinander. Keine Panik. Laura hat alles im Griff, beziehungsweise im Korb. Das ist ein Peeling. Mhm. Der ist ganz gut für die Haut. Also da macht die Haut richtig schön. Bist du Expertin im Thema Hautpflege? Ja, aber ich bin stylisch immer. Ja, stimmt, das stimmt, aber du bist sehr stylisch. Von der kleinen Lady wollen wir mehr hören. Wir dürfen mit in den Garten. Mama und Laura bekommen eine kostenlose Hautanalyse von unserer Ärztin. Alles sieht super aus. Sieht toll aus und wir machen eigentlich alles richtig. Das kommt wohl von den teuren Produkten, die Mama sich ins Gesicht schmiert, oder? Ich wollte fragen, ob da gute Stoffe drin sind, dass die Haut sich dann besser anfühlt oder dass dir das überhaupt gefällt. Da ist immer Feuchtigkeit, also Wasser, mit Fett gemischt. Nee. Dann tut man da einen Stoff rein, der heißt Emulgator, der verbindet die beiden, damit die sich mischen. Und dann gibt es noch Konservierungsstoffe, dann gibt es auch noch Duftstoffe, die reinkommen können. Die klingen dann ungefähr so. Habritol, Kokgli. Die Inhaltsstoffe klingen kompliziert, also hier ein kleiner Chemie-Exkurs. In den meisten Cremes ist erstmal ganz viel Aqua, das ist ja wohl klar, Wasser. Glycerin ist ein Alkohol, der macht die Haut weich. Die Dimethikone sind Silikone, die sind nicht so gut für die Haut, deswegen steht auf vielen Produkten inzwischen frei von Silikonen. Zungenbrecher wie Prunus Amygdalus Dulcis Oil weisen auf Naturöle hin, in dem Fall Mandelöl. Das steckt auch im Testsieger der Nivea Natural Balance. Die Creme hat kein Biosiegel, wirbt aber mit Inhaltsstoffen aus der Natur. Die Stiftung sagt, das stimmt. Und sie sorgt für richtig viel Feuchtigkeit. 6 Euro, Note 1,9. Von ganz jungen Gesichtspflegeprofis geht's jetzt zu Frau Rossilaf. Hallo. SternTV, hallo. Hallo. Haben Sie sich heute schon das Gesicht eingeschmiert? Ja. Wir wollen die Creme sehen und Frau Rossilaf geht in den Keller, um sie zu holen. Ja, in den Keller und dann an den Kühlschrank. Muss ja eine besondere Creme sein. Auf der Terrasse treffen wir dann auch Frau Ross Senior. Dass wir hier alle so grün im Gesicht sind, liegt nicht an unserer Gesichtspflege, sondern an der Markise. Stichwort Gesichtsfarbe. Meine Mutter, die macht mich immer darauf aufmerksam, wenn ich ein graues Gesicht kriege, habe ich mich wieder 2 oder 3 Tage nicht eingecremt. Und wenn man sich eincremt, dann wird das Gesicht wieder kriege ich eine frische Farbe. Entgraut. Dann muss die L'Oreal Faltencreme für um die 16 Euro ran. Bio ist die nicht, scheint aber bei Frau Ross Senior gut zu wirken. Sie ist 83 und sieht einfach toll aus. Das macht doch nicht alles die Creme. Verraten Sie doch mal Ihr Beauty-Geheimnis. Beauty-Geheimnis eigentlich gar keins. Ich schlafe gut, ich ernähre mich gut, ja, und ein bisschen Sport. Morgens immer im Bett schon Sport. Morgens im Bett Sport? Das lassen wir einfach mal so stehen.
Eine wichtige Sache hat Frau Ross vergessen. Unsere Expertin hilft nach. Ausreichend Flüssigkeit, Vitamine, Mineralstoffe. Also ich trinke überhaupt sehr viel. Super. Hauptsächlich Milch. Ach so. Milch ist auch gut, ja. Aber natürlich ist noch besser, wenn man zusätzlich zwei, drei Liter Tee, ungesüßt oder Wasser trinkt. Stichwort Trinken. Der sogenannte Skindrink der beliebten Marke Lush versagt bei der Stiftung Warentest. 23,50 Euro und dann nur Note 5. Die Tester sagen, die Creme ist nicht genug konserviert, also können sich Keime ansiedeln und sie versorgt die Haut nicht gut mit Feuchtigkeit. Da pflegt sich Frau Ross wohl besser. Vielleicht sieht sie aber auch so gut aus, weil sie immer wieder die richtige Sendung schaut. Seit wie vielen Jahren gucken Sie denn schon Stern-TV? Ach, ich kann nicht schon gar nicht mehr sagen. Falls also Gesichtscreme nicht mehr hilft, morgens Bettsport, Milch trinken und, ganz wichtig, Stern-TV gucken, dann sehen Sie mit 83 auch noch aus wie Frau Ross.